We saw a silhouette. It was a hooded man sitting motionless in an alley. I had no idea why we were walking up to some bum, but suddenly Morena said the name Darius, and I realized she was talking to the bum. And then he spoke. He said his name was John West, and he was also Deloise McBride's patient. He didn't remember when he put on a mask, took a knife, and started stabbing people at parties. But he remembered some kind of drug McBride gave him. Something that caused Darius to grow inside of him. He told us about a girl who meant everything to him, but ended up becoming just another victim for his inner Darius. After her death, he became aware that there were two different people inside of him. So he went into hiding for 10 long years, until the beast awoke and ordered him to wipe out the corrupt police. After John took the cops out, he finally broke the cycle and realized that his alter ego, the knife-wielding beast, Darius, was only there when McBride's drug was running through his veins. Who am I? What did she make me take? John gave us an address. That bitch has been testing her drug in an old hotel in the mountains. It's time for her to meet me, my Darius, and the blade of his knife. Present day. What the hell took you so long? Did you find her? She isn't here. Crap, where are we going to go now? The lab isn't too far from here. Come on, Marina, let's go. Don't rush me, baby bear. I can't stand it. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist Episode 12. Eine halbe Stunde vor dem Interview und wir sind im Labor. Ich hatte gestern schon mal versucht, eine Aufnahme zu starten. Sieht easy peasy aus. Und wie es manchmal so ist, ich habe es nicht geschafft und dachte mir, mache ich dann heute nochmal eine Aufnahme. Wir haben zwei Sicherheitsleute, die gehen mir sehr schnell auf den Sack. Nummer 1 ist der hier. Den müssen wir quasi mit der Granate eliminieren. Okay, wenn er gerade Hähnchen spielt, Brathähnchen, können wir... Aua, aua, aua. Ach komm, wenn er gerade schläft, muss mich eh gerade ein bisschen regenerieren. So, hier kann man Leute aufschlitzen und ins Auto packen. Kein Zutritt. Was noch nett ist, ist dieser Drucker. Sie hat versucht, dass ich mein Ding auch ablichte, aber ich konnte nicht entkommen. Hahaha. Ha, ha. So. Mit dem Drucker finde ich ganz nett, dass sie das immer eingebaut haben, aber es müssen jetzt nicht nur immer Sachen sein, die so ein bisschen auf Sex gehen. Hätte mich auch gewundert, wenn er sich so einfach mal jemand mit einem Hasenskostüm, zack, das war jetzt der zweite Wachmann. Sehr wichtig, Schlüsselkarte. Brauchen wir 4 Stück, glaube ich, von. Was ich sagen wollte, hätten müssen nicht nur immer irgendwelche Frauen sein, die da irgendwie auf dem Drucker sind. Andere Sachen wären auch nett gewesen. Keine Ahnung, ein Hase oder egal. Auch mein Hase. Scheiße. Keine Ahnung. Egal. Hier können wir jetzt noch einen alten Mann freilassen. Sollen wir ja machen, ne? Wir sollen alle töten. Lass den Mann aus dem Käfig frei machen. Sabotiere die Herstellung. Töte 4 Ziele. Sammle alle 4 IDs. Befreie Testobjekte. Das machen wir hier oben. Klatsch. Haben wir befreit. Da sind die Zellen. Da laufen sie jetzt raus. Ich weiß nicht, ob die Leute umbringen oder so. Und kurz, kommen noch hinterher. Sind einfach rausgerannt wahrscheinlich. Ich sehe sie nämlich schon gar nicht mehr. Okay. Da unten ist eine Rakete, die können wir irgendwie irgendwann starten, ich weiß aber nicht wie. Da fehlt uns irgendwas. Mal noch was wir machen können? Ah ja, hier. Phasen der Strahlenwirkung auf menschlichen Körper. Man sieht's, er wird mit mehr Strahlung zum Zombie oder so. Und da haben wir auch einen. Er weckt. Den sollte man nicht zu nahe kommen, der macht uns ein bisschen Schaden. Und ja. Das Problem hier auf der Karte ist, Raum mit 3 Leuten ist schon wenig. Da muss man mal schnell zuschlagen. Sonst kriegt man hier nicht alle Leute weg.
Und komischerweise, ich habe es schon gehabt, dass ich hier durch die Wand verpetzt wurde. Ich habe hier in einem Raum Leute umgebracht. Und jemand anders hat das dann gesehen quasi und im Nachbarraum und hat dann gesagt, oh, ich war das. Nicht ganz unschön finde ich das. Was immer hier dieser giftige Käse ist, den aktivieren wir mal. Mal da oben was. Kanister, Wasserkanister oder generell leere Kanister habe ich bisher kaum bekommen. Sind hier mangelbare auf der Map. Weil es gibt hier irgendeine Säurestation. Ach komm, ist mir zu wenig. Halt drauf. Man kriegt Blendgranaten oder so nochmal von der Polizei. Da will ich gerade nochmal gucken. Oh, da ist jetzt auf einmal ein bisschen übersehen. Warte mal, zack, zack. Wir haben was gefunden. Was ist das? Ein Timer. Wofür kann ich den gebrauchen? Ich weiß es immer noch nicht. Kann ich damit? Oh. Ah ja, der Herd, habe ich ganz vergessen. Zündung vorbereiten. Mir fehlt irgendwas. Hm, brauche ich dafür alle IDs? Ich weiß es nicht. Hm. Ah ja, was man hier auch machen kann, um ein bisschen Menschen zu eliminieren. Dann rennen sie nach links und dann sollten sie ideal da sterben, genau. Die Falle hebe ich mir mal auf für die Polizisten, falls ich dann doch mal gesehen werde, renne ich hier rein und aktiviere das. Hier kann man ein paar Leute vergiften. Schnapp dir den Handlanger. Welcher Handlanger? Ich weiß es nicht. Also wenn man weiß, wie man das Sicherheitspersonal ausschaltet, dann ist das schon ein bisschen einfacher hier. Und das Problem ist halt sonst, dass man halt erwischt wird. Ich hatte es auch schon versucht, Leute in vier Personen in einem Raum habe ich auch schon gekillt, weil ich halt sonst nicht an die rankam. Aber ich gebe mich auch mit so einem Kleinvieh, was wenn sich einfach jemand schlafen legt, gerade keiner draußen ist, dann kann man den ja mal hinlegen, zack. Und tschüss. So, der ruft jetzt die Bullen an, wir warten mal ganz kurz. Bringen die uns mit. Eine Blendgranate. Damit kann man auch quasi einen Raum ausräuchern. Auch nicht verkehrt. Wenn nicht gerade jemand kommt. Krankenwagen habe ich jetzt auch gecheckt. Kann auch Leute wieder rein. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Gehen wir mal von den Leichen weg. Schaffe rauszutragen. Ja, zack. Und rein. Und jetzt warten wir wieder auf die Polizisten. Vielleicht bringen sie uns ja nochmal eine Granate. Blend, immer nur Blend. Kann die Polizei nicht mal was Besseres als eine Blendgranate mitbringen? So, drei Leute. Hier. So, bisher läuft die Runde ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Die Tür ist da offen. Aber wir können ja die Säure oder Atommüll rauslassen, aber bringt meistens kaum was.
Okay, zwei haben wir doch gekillt. So, haben wir die auch weg. Oh, einer ist oben alleine, den holen wir uns auch nochmal ganz kurz. Und den tragen wir einfach mal dahin. So, jetzt haben wir schon 46. Eine Blendgranate haben wir auch noch. Wieder mal. Können wir mal hier reinwerfen. Ins Darmklo oder was es ist. Ein Ziel eliminiert, aber... Boah. Ich dachte, sie hätte was für mich, aber leider nicht. Ich weiß nicht, wo ich die restlichen IDs herkriegen soll. Er hält das voll, dann ist mein Lieben. Was brauche ich noch für diese Rakete? Habe ich das da schon aktiviert? Na gut, hier haben wir die Substanz. Brauche ich die für die Rakete? Oh, sieht cool aus, er tanzt und hinter ihm ist Strom. Nö. Ah, die Substanz ist weg. Zündung vorbereiten. Muss ich hier oben machen? Nee, muss ich nicht, aber wir sind nur freigelassen. Können wir was machen? Ich komme wieder. Ja, auch meine Einstellung. Wenn ich Leichen sehe. Der Krankenwagen hängt da wieder fest. Ist er immer an dieser Position? Hi. Oh, da schläft wer. Ja, quasi gegeneinander, ne? So, Combo Kill. Die lassen wir in Ruhe. Ja, die letzten sind nicht so einfach irgendwie. Ah, jetzt fahren die schon wieder. Oh, Krankenwagen ist doch nicht verbackt gewesen. Aber der Wagen fährt. Oh, ihr gedacht. Können wir hinten Kofferraum? Brause. Was soll ich mit der Brause machen? Soll ich den Leuten die an den Kopf werfen oder was? Hat sich bedankt und das war's. Super.
Den Zombie möchte ich nicht töten, also... Das wäre unschön. Die trennen sich hier auch nicht. Kann ich dich mitnehmen? Bring dich mal in den Nebenraum. Ich sage jetzt den Atommüll-Leichenraum. So, es sind drei. Könnte man kriegen, sind aber nicht so weit auseinander. Mag es eher, wenn sie sehr nah beieinander sind. Aber hier habe ich Angst, dass wenn ich sie töte, dass er sich da genau umdreht. Ihn kann ich nicht töten, weil sie das sieht und kommt auch gerade eine Person. Das ist doof. Habe ich die Getränke noch nicht vergiftet? Doch. Okay. Kann ich hier anlocken? Nein. Dann wird der Kaugummi Automat zwar eine Person in die Luft gehen. Dann ist er auch weg. Der ruft da auch gerade den Bullen an. Das ist nicht so leicht. Können wir die anderen eliminieren? Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Vielleicht klappt es danach besser. Jetzt können wir evakuieren. Trotzdem nicht alle IDs bekommen. Feuer, voller Feuerlöscher. Ach so, explodiert doch irgendwann. Wenn sie einzeln sind, dann kann man sie ja locker killen. Das ist ja nicht, ne? Welchen Professor soll ich fangen? Das habe ich bisher auch nicht verstanden. Na, versuchen wir es da alle drei auf einen Schlag. So, schnell weg. Ja, früher mussten sie immer zu einem Telefon hinlaufen. Jetzt sind es ja Handys oder Smartphones. Jetzt sind sie ja fixer, die Leute, mit dem Telefonieren. Da konnte man damals noch Fallen bauen oder so Fallen benutzen, damit sie halt, ja. Schlüsselkarte. Nummer 2. Ah, es ist mir wieder zu tricky da oben. Weil hinter den vorderen, der tanzt bei mir hier, da ist auch irgendwas noch dahinter. Ja. Hier. Okay, der mag nicht, wie ich tanze. Das ist ein Arsch. Die Rakete jetzt starten. Vielleicht hat der Zombie was ich brauche. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten kann. Hm.
gut, hat mich verletzt, mehr auch nicht. Mit seiner Säure-Scheiße. Und 6 Leute noch. Schade. Schnapp dir den Handlanger. Welchen Handlanger? Wie soll ich den schnappen? Oh, da oben ist einer. Alleine. Ey! Jetzt wollte er sagen, dass ich das bin. So eine Sackratte. Ist sie weg? So ein Sack. Die auch schon wieder. Jetzt läuft die weg, ey. Oh, die letzten 3, ey. Eigentlich, wenn ich den oberen töte, vielleicht sehen das die unteren nicht, aber... Oder er kommt mir einfach entgegen. Zack. Schnell raus hier. Ja. IDs, keine Ahnung, warum ich nur 2 habe. Ob ich die übersehen habe, ich weiß es nicht. Fangen den Professor verstand ich nicht. Und... Ja, schnapp den Handlanger. Und die Rakete ist gerne noch gezündet. Ja, das kann man auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal spielen hier. Um vielleicht noch die restlichen Sachen zu erledigen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin froh, weiter zu sein. War doch ein bisschen knackiger, als ich dachte. Aber wenn man weiß, dass man erst die Sicherheitsleute ausschalten muss und auf ein, zwei Sachen noch Acht gibt, dann ist das eigentlich auch kein Problem, das Level. So, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst doch mal gerne einen Kommentar, ein Abo oder ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!